Hallo und herzlich willkommen aus Sardinien. Wir konnten hier soeben die neue Ducati Desert X fahren und die hat schon was, nicht nur optisch, aber dazu später. Desert X, die ist ausgerüstet mit dem neuen, mit dem überarbeiteten Ducati Testa Stretta mit 110 PS, wie in fast derselben Form auch in der Ducati Monster und der Ducati Multistrada V2 zum Einsatz kommt. Komplett neu ist hier aber quasi der ganze Rest außer der Elektronik. Da wurde einiges übernommen von den größeren Schwestern von ihr. Aber es wurde ein komplett neuer Rahmen mit geschraubtem Rahmenheck gebaut. Sie hat lange Federwege und ist wirklich gut gewappnet fürs Gelände. Das haben wir heute Morgen schon gesehen. Gerade die, wie angesprochen, auch die Assistenzsysteme. Da ist die modernste Technik drin, wie sie auch sogar in den Superbikes zum Einsatz kommt. Hier aber angepasst auf die Bedürfnisse hier. Da gibt es verschiedene Modis, wo sie einerseits für die Straße sehr sportlich bewegt werden kann, wo sie volle Leistung hat, wo sie super anspricht. Dann kann das Ansprechverhalten kann aber auch angepasst werden fürs Gelände zum Beispiel. Es gibt einen Enduro-Modus, einen Rally-Modus, wo das ABS dann nur aufs Vorderrad zum Beispiel funktioniert. Das alles kann auch unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Auch die Gasannahme und die Leistung kann zurückgenommen werden, dass sie sanfter und einfacher zu beherrschen ist. Jetzt, wir konnten sie hier fahren auf den Spuren der Sardinien-Rallye. Schotter ohne Ende, feine Straßen, rutschig. Und da hat sie sich wirklich schon von Anfang an auch am Morgen mit vollem Tank top geschlagen. Voller Tank, da sind wir hier etwa bei rund 225 Kilo. Und da ist es nicht ganz ohne mit den Enduro-Reifen. Sind es wohl bemerkt sehr gute Soft-Enduro-Reifen, die Pirelli Scorpion Rally STR, funktionieren hervorragend. Aber dennoch auf so losem Untergrund ist es schwierig, ein sicheres Gefühl zu bekommen. Wobei hier hat die Ducati ganze Arbeit geleistet und uns von Anfang an viel Vertrauen geschenkt. In den Offroad-Modis lassen die Traktionskontrolle und das ABS zwar beide viel Schlupf zu, aber sind doch ein sehr großes Sicherheitsmerkmal. So kann zum Beispiel mit der Traktionskontrolle kann im Kurvenausgang ordentlich gedriftet werden. Also da kann man das Hinterrad schon recht weit versetzen. Aber dennoch regelt es, dass man das Hinterrad nie ganz verliert. Allgemein das Gefühl, auch das Stehen, die Ergonomie auf dem Motorrad ist hervorragend. Man steht fast, also ich mit 1,75 stehe eigentlich aufrecht, ganz leicht nach vorne gebeugt, in sportlicher Haltung, hat einen super Knieschluss, enge Taille hier. Da ist auch schön im Übergang alles in einer Linie, nichts stört, nichts zwickt. Und so kann sie einfach und zielsicher dirigiert werden und gibt einem stets das beste Feedback. Und das Gelände ist ja auch das Ding der Desert X. Ducati hat sich mit ihr so weit in den Offroad-Sektor reingewagt wie nie zuvor. Und das soll erst der Anfang sein. Das heißt, es werden noch weitere, noch Offroad-tauglichere Motorräder folgen. Auch die Optik lässt klar erkennen, wo Ducati hin will. In den 80er Jahren hat Gajiva mit der Elephant im Lucky Strike Design die Dakar gewonnen, war sogar zweimal auf dem Podest gleichzeitig. Und an diesem Design bedient sich jetzt die Ducati Desert X. Aber Ducati Gajiva, ja, damals war es derselbe Konzern. Und irgendwie beruft sie sich auch jetzt auf die Gene von damals und ist sofort wieder auf höchstem Niveau eingestiegen. Ja, wir sind aber nicht nur Offroad gefahren, wir waren auch auf der Straße unterwegs. Und da hat sie richtig Spaß gemacht. Also wie sie sich da um die Ecken dirigieren lässt, wie sie Wechselkurven spielerisch macht. Auch die Schräglagen mit den Reifen, wie gesagt, die funktionieren super. Da kann man sich richtig rein wagen. Die Assistenzsysteme, schräglagenabhängige Assistenzsysteme, die auf den Daten der IMU basieren, haben da auch den hohen Grip der Reifen noch
gut im Griff und Regeln wirklich sehr fein und gekonnt. Also obwohl wir es zwischendurch auch ordentlich knallen lassen haben, kam es da nie zu einem Schreckmoment oder dass man das Gefühl hat, das war Limit. Aber dennoch, es hat angezeigt, wann das Limit ist, also wann man sich dem Limit zu sehr nähert. Aber natürlich ist die Ducati Desert X nicht ein reines Sportgerät. Mit ihr lässt sich auch sehr gemütlich touren. Sie ist bequem, absolut bequemer Sattel, mit dem man auch wirklich in die Ferne reisen kann. Aber eben, wie gesagt, sie hat das Potenzial, wenn man es zwischendurch mal lustig findet, auch mal ein bisschen stärker am Gasgriff zu drehen. Jetzt vergleichen würde ich sie am ehesten mit der KTM 98 Adventure R und der Africa Twin. Und da muss ich sagen, hat sie sich irgendwo aus der Ferne betrachtet, auch genau in der Mitte eingereiht. Und zwar hat sie die Sportlichkeit der KTM, aber verbindet sie auch mit dem Komfort der etwas gutmütigeren Africa Twin. Also auf Anhieb mittendrin. Preislich ist sie ein bisschen über den beiden Konkurrentinnen. Mit 17.190 Franken wird sie ab Juni in der Schweiz erhältlich sein. Wir werden sie so bald wie möglich dann auch vergleichen mit den Konkurrentinnen. Und darauf freue ich mich schon. Lasst euch das nicht entgehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like und ihr werdet erfahren, wann unser Vergleich online ist. Wir sehen uns also bald wieder. Hat mich gefreut. Bis bald. Tschüss.